Oh, Alter, was geht ab, Leute? Hier? Ich hätte nicht gedacht, dass auf diesem Kanal noch ein normales Video kommt. Ich lade ja auf dem Kanal immer die Jahresprediction hoch. Ein Video, was wir am Ende des Jahres oder Anfang des Jahres drehen, wie wir uns das Jahr vorstellen, und dann lade ich es für ein Jahr später hoch. Und dann reagieren wir drauf. Aber auch wenn heute der 1. April ist, es kommt tatsächlich Pokémon Go Content. Ich habe letztens ein Video von Pookie gesehen. Der hat ein Video rausgehauen, erstes Mal Pokémon Go seit 5 Jahren oder so. Und irgendwie juckt es mich in den Fingern. Ich wollte schon länger so ein Video machen, hey, was wäre, wenn, und dann drüber reden, wenn ich nicht aufgehört hätte. Ich zeige euch ein paar Statistiken. Wie habe ich nochmal? Ich will was hinzufügen. Ich weiß jetzt nicht, wo ich das hinzufügen kann. Grund, wieso ich Bock auf ein Comeback auch hatte, ist, weil, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, Chong, guter Kollege. Wir hatten ja vor dem Pokémon Go-Kanal einen Yu-Gi-Oh!-Kanal. Und wir haben jetzt 5, 6 Jahre nicht mehr gespielt. Aber aus dem Nichts veranstaltet er dieses Jahr ein paar Turniere. Und dann gibt es ein kleines Comeback. Da werden ein paar Videos auf dem alten Yu-Gi-Oh!-Kanal kommen. Also falls ihr uns noch von Yu-Gi-Oh! Kennt, könnt ihr da gerne vorbeischauen. Und das hat dieses Comeback-Gefühl gelöst, noch mehr angeheizt. Ich habe, seitdem ich aufgehört habe, wieder angefangen. Ich spiele nicht intensiv. Ich habe versucht, Level 50 zu werden, oder ich bin Level 50 geworden. Hatte so symbolische Hintergründe, warum ich das gemacht habe. Und seitdem spiele ich tatsächlich wieder eigentlich jeden Tag. Aber wirklich, wirklich wenig. Also ich mache Geschenke auf, ich verschicke Geschenke. Ich fange Pokémon, ich mache eine Quest, heißt es so. Ich mache nicht mal den täglichen Raid. Diesen orangenen Lauch mache ich auch nicht. Den mache ich eigentlich nie. Genau, so Kleinigkeiten. Aber ich spiele tatsächlich eigentlich, also ich mache das Spiel tatsächlich jeden Tag an. Und ich kann euch ein paar Sachen zeigen, wir können drüber reden, was da eigentlich genau passiert. Ich habe einfach richtigen Upturn auf das Spiel bekommen. So wirklich. Also nicht nur da hatte ich keinen Bock auf das Spiel, sondern es war wirklich Ekel auf einmal. Und ich konnte einfach die Videos nicht weitermachen. Oder nicht mit Herzen weitermachen. Klar hätte ich es einfach so weitermachen können. Aber ja, klar, es war ein abruptes Ende, einfach so aus dem Nichts, komplett weg. Einige von euch wissen, ich mache jetzt normal Vlogs. Links unten in der Beschreibung könnt ihr gerne vorbeischauen. Früher war es halt eigentlich auch Vlogs, aber hauptsächlich mit Pokémon Go. Also ich würde sagen so 80% Pokémon Go, 20% Real Life, Private Life, Vlog-Zeugs. Und das hätte man vielleicht so langsamer anpassen können, anstatt komplett abrupt aufzuhören. Da hätte ich vielleicht 50-50 machen können. Und dann irgendwann ist es vielleicht 80% live, nur noch 20% Pokémon Go. Aber ja, was wäre passiert, wenn ich nicht aufgehört hätte? Jetzt muss man sich die Frage stellen, nicht aufhören im Sinne von, ich hätte einfach weiter Videos gemacht, auch wenn mir das Spiel nicht mehr taugt. Oder nicht aufgehört im Sinne von, ich hätte nicht diesen Upturn bekommen und ich hätte fleißig weitergespielt. Schwer zu beantworten, vielleicht hätte ich jetzt 1 Milliarde EP, ich hätte ein paar Hunderter mehr, ich hätte vielleicht halb München auf Gold ergehen. Ich weiß, das Freundeslimit wurde erhöht, ich hätte vielleicht 400 Freunde max und würde jeden Tag Glückstausche machen, keine Ahnung, aber an sich würde sich so viel gar nicht ändern, weil ja, ist halt nur ein Spiel. Und das, wenn du einmal rauskommst, dann checkst du es halt. Und ja, wir waren früher halt mega süchtig, Mann. Ich will, das ist nicht ein Kurzfilm, aber kennt ihr diesen Clip Real? Da ist eine Gruppe Menschen, die ist alle farblos. Und dann wird ein Typ auf einmal bunt. Und der kann sich nicht mehr in diese Farblosen integrieren. Stattdessen färbt er die anderen sogar auch noch. So war es irgendwie bei mir. Also einmal raus und ich bin nicht wieder reingekommen. Es ging einfach gar nicht. Hab noch eine Menge Hate dafür bekommen. Viele von euch haben sich dann aber bei mir gemeldet. Im Verlauf der Zeit haben gesagt, Johann, ich fühle dich jetzt, ich habe auch aufgehört, ich bin auch aufgewacht sozusagen. Es klingt so böse, aber es ist schon nicht gut gewesen, so viel zu zocken. Ja, ich habe letztes Jahr eine Menge erlebt, war das ganze Jahr meines Lebens, bin viel gereist. Hätte ich jetzt noch Pokémon Go weitergespielt, dann oder weiter Videos gemacht, auch wenn nicht regelmäßig. C-Days hätte man schon noch raushauen können, zum Beispiel. Oder irgendwelche verschiedenen Days. Irgendwelche Quest Days. Heute ist irgendwas mit Taubsi. Kuss geht raus an Spieletrend. Mit dem bin ich immer noch gut befreundet.
Wir hätten vielleicht auch ein paar Videos zusammendrehen können, jetzt wo er kein Partner mehr ist. Weil davor war ich so der geächtete Fnatic. Das ging da nicht so fit. Aber jetzt wäre es, glaube ich, kein Problem. Genau deswegen. Ich habe da ein paar Videos rausgehauen, wie es Pokémon Go in Vietnam, wie es Pokémon Go in Thailand, hätte ich mal raushauen können, wie es Pokémon Go in Türkei, da war ich auch, da hätte ich so ein Video rausgehauen, ich spiele Pokémon Go oder ich fange Pokémon Go zwischen zwei Kontinenten oder so, wie es Pokémon Go in Dubai, da war ich auch öfters, da hätte ich so ein Video rausgehauen, wie es Pokémon, oder ich fange Pokémon auf dem höchsten Punkt oder auf dem höchsten Gebäude der Welt. Burj Khalifa. Wo war ich noch? Wie ist Pokémon Go in Zypern? Ich fange Pokémon Go in Niemandsland, also zwischen Grenze Zypern und Nordzypern. Da gibt es so einen Streifen, das ist kein Land sozusagen. Sowas hätte ich rausgehauen. Wie ist Pokémon Go in Libanon? Da war ich auch. Kuss geht raus an Libanon und alle Libanesen. Ich liebe das Land. Letztes Jahr war ich auch, genau vor einem Jahr, war ich mit dem Kollegen Bagosch unterwegs, Deutschland-Tour, wir haben uns einen Tesla gemietet, einen Monat, und sind von Hauptstadt zu Hauptstadt gefahren, Döner getestet, uns mit den Leuten getroffen und so. Also mit der Community, die ich jetzt auch habe. Hätte man erweitern können, hätte ich das auch gespielt, wäre es auch episch geworden. Was mache ich jetzt eigentlich die ganze Zeit so? Wie gesagt, die Vlogs, dank Bagisch, falls Leute ihn noch kennen, also der hat Anfang des Kanals Gen 1 noch fleißig mitgemacht, dann ist er komplett verschwunden. Dann kam er irgendwann zurück, 2020, hat sich in der Zeit viel mit Bitcoin und Krypto beschäftigt und war wie so ein Messias, Leute, Krypto und so. Und ich habe das gemacht, ich habe auf ihn gehört, mich reingelesen, mir das angeschaut und investiert. Und ja, seitdem kann ich davon gut leben. Gerade ein bisschen schlechter, aber immer noch so, dass es reicht, weil der Markt ist momentan nicht so geil, aber es reicht zum Glück noch. Ja, und ich genieße das Leben, drehe meine Vlogs, hatte in all der Zeit kein Bedürfnis, Pokémon Go Videos zu machen. Hab's gar nicht vermisst. Wie gesagt, ich habe Level 50 so gemacht. Hab mich eher durchgequält. Aber seitdem dann wieder regelmäßig bisschen gespielt. Ja, bis jetzt das Video von Pookie kam. Dann dachte ich mir, da habe ich das erste Mal Bock bekommen, ein Video rauszuhauen. Ich zeige euch jetzt mal alles so, was in der Zeit passiert ist. 100er, dies, das. EP. Keine Ahnung, was euch so interessiert. Vielleicht versuche ich mich an dem gescheiten Video so, der nächste C-Day oder sowas, hau da ein Video raus. Also, ich denke, da kommt, natürlich nicht regelmäßig, aber vielleicht ab und zu mal, wie gesagt, wenn ich wieder auf Reisen bin, ein Video von Punkt, 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 XY Land. So, ich hoffe, ich kann das noch. Gameplay wird hier eingeblendet. Gelaufene Distanz, Gesamt 23.462 Kilometer. Ich weiß gar nicht, bei wie viel ich war, wo ich aufgehört hatte. Gefangene Pokémon 344.721. Besuchte Pokéstops 253.756. Gesamt-EP 386.691.699. Startdatum 13.07.2016. Ich weiß, viele Leute oder einige von den Klassen haben jetzt über 1 Milliarde. Spieltrend ist, glaube ich, bei 0,5 Milliarden oder so. Vielleicht challengen wir ihn. Race to 1 Milliarde. Nicht, Mann, das würde ich niemals packen. Medaillen. Safari-Zone. Kuss geht raus. 2017 war geil mit den zwei Safari-Zonen. Liverpool, das hatte ich noch damals noch. Das letzte Event, was ich mitgenommen hatte, bevor ich aufgehört hatte. Dortmund, GoFest. Hammer. Liverpool Early Access. Keine Ahnung, wieso es dafür eine Extra-Medaille gibt. Keine Ahnung, was das ist. Keine Ahnung, was das ist. Keine Ahnung, was das ist. Level 40 vor dem 31.2020 natürlich. GoFest Berlin, das habe ich mitgenommen. Das wissen einige von euch nicht, weil das kam auf meinem Blog-Kanal. Ich bin gerne in Berlin. Hab da viele Freunde, kann immer geile Foodspots abchecken. Dachte ich mir, nehme ich das GoFest mit, habe das Ticket geschenkt bekommen von Couple of Gaming. Aber ja, der Ton hat versagt bei der Kamera. Ich habe alles aufgenommen ohne Ton. Das sollte ein Zeichen. Ich dachte, das war ein Zeichen. Höhentour. Digga, ich habe keine Ahnung, was das ist. Top-Sammler-Medaille. Hier seht ihr, was ich seitdem gemacht habe. Also alles seit meinem Comeback sozusagen. Kanto. Achso, seitdem ich zurück bin, gibt es Platin-Medaillen. Sehr gut. Entwickelt 45.000. Ich entwickle gar nicht mehr.
gebrütet, fast 8000, ich brüte gar nicht mehr, außerhalb den unendlichen. Einzigartige Pokestops 13.805. Ich denke, das ist eine gute Zahl, weil ich komme echt viel rum. Gekämpft, damals noch, von meinen Arena-Zeiten 67.000. Trainiert von damals noch, meine Arena-Zeiten, wo hier das ganze Gebiet gelb war. Das waren auch geile Zeiten. Kleine Radfratz, keine Ahnung, Mann. Ich sehe keine Radfratz mehr. Pikachu 3909. Johto. Legendary Raids. Seitdem ich zurück bin, fast keine gemacht. Also für Level 50 musste ich einige machen. Das war echt eine Qual, weil ich habe keine Gruppen mehr. Füttern tue ich gar nicht mehr. Arena-Zeit. Ich habe in Vietnam zwei nirgendwo Arenen gefunden. Also die waren noch weiß, wo ich mit dem Bus durchgefahren bin. Da habe ich meine Tanten besucht. Das war im Nirgendwo. Und ja, da konnte ich mich, als ich im Bus war, reinstellen. Die waren noch weiß. Also kein Mensch vor mir war da drin. Crazy. Ja, und die pushen jetzt diese Medaille. Höhenregion. Quests. Jetzt Quests mache ich noch ab und zu. Also das, was man so erfüllen kann. Beste Freunde, falls ihr mich enden wollt, ich blende gleich meinen Code noch ein, weil gefühlt 90% meiner Liste ist Lucky Friends, weil ja offensichtlich irgendwann, es kommt ja keine neuen Freunde mehr rein, ich bin nicht mehr in der Szene. Tauschen, 13.000, es wird aber auch nicht mehr getauscht, also ich musste für Level 50 irgendwie tauschen, 100 Glücks-Pokémon, 10? Irgendeine kranke Anzahl, da habe ich mich sogar mit Leuten getroffen. Hyperliga, ja, damals noch immer für Interaktion gemacht, aber auch nicht wirklich. Schnappschüsse kommen halt ab und zu, weil Buddies mache ich eigentlich schon. Rocket Sops, was ich halt so auf dem Weg finde. Triathlet, ich weiß nicht, was das ist. Achso, Serie, ja, ja, okay. Die hatte ich nicht auf Platin, die habe ich erst auf Platin bekommen, wo ich zurückgekommen bin. 150 verschiedene Raids, die auch. Habe ich auch erst bekommen, als ich hier zurückgekommen bin. Mega-Entwicklung auch, offensichtlich, weil davor gab es gar keine Mega-Entwicklung. Mega-Entwicklung tue ich jeden Tag alles, was ich habe, im Gym. Ich gehe jeden Tag ins Gym und dann am Ende bin ich noch 15 Minuten so ein bisschen Cardio und da mache ich eigentlich die meisten Sachen wie Geschenke öffnen und Geschenke verschicken und Mega-Entwicklung und sowas. Carpador überraschenderweise nicht auf Platin. Normale Raids, ja. Das ist das Einzige, was ich noch... Also ich rate nicht viel, beziehungsweise gar nicht, nur das, was wirklich auf dem Weg ist. Aber nur noch normale Raids, weil keine Gruppe, kein gar nichts. Legendär gekommen, dann nicht in Frage. Kilometertausch, wird nicht passieren. Sinnoh, keine Ahnung, was da fehlt. Veteranen-Superliga, ja, wenn ich Perfektionist wäre, könnte ich diese 90 mir noch irgendwie drücken und dann die auf Platin machen, aber juckt mich nicht. Genauso mit Meisterliga. Einer, keine Ahnung, was mir da fehlt. Erlöst, was ich halt so finde. Aber fehlt auch noch ein gutes Stück, also 12% ist schon viel. Carlos-Region, gar kein Plan mehr. Picknicker, ich habe noch Module. Falls ich es mal schaffe, nächster C-Day könnte das Platin werden. Raid-Experte, irgend so eine komische Medaille, seitdem ich zurück bin. Feiere ich gar nicht. Inkognito, ich habe, glaube ich, kein einziges Neues gefangen, seitdem ich aufgehört hatte. Ultraheld, Rocket Boss, ja, seitdem ich zurück bin, mache ich den jeden Monat. Aber keine Ahnung, wie viel ich verpasst habe. Keine Ahnung, wie hoch die Medaille sein könnte. Bester Kumpel, das dauert noch Jahre. Alola, fehlen zwei, beziehungsweise hier noch mehr. Jetzt sind wir schon bei Silber, nämlich nur noch. Gewinnt 1000 jetzt mit einem Freund. Ich weiß gar nicht, wieso ich überhaupt 163 habe, weil seitdem ich zurück bin, habe ich nicht 163 gemacht und erst recht nicht mit einem Freund. Und kleine und große, die kamen erst vor kurzem. Das ist nur eine Frage der Zeit. Gala, keine Ahnung. Mega-Entwicklung habe ich 19. Ich habe voll viele Mega-Dinger nicht, Bonbons. Ich schaffe auch keine Mega-Rates, um Bonbons zu bekommen. Deswegen kann ich nur die machen, die ich aus den Quests bekomme. Freunde empfehlen. Und Hisui habe ich einen. Das ist dieses Voltoball, glaube ich. Wayfarer. Seitdem ich aufgehört hatte, sind alle Pokestops, also beinahe alle,
die ich damals noch eingereicht habe, durchgekommen. Also hier ist echt Paradies jetzt geworden. Hier ist mein Freundescode, falls ihr mich ändern wollt. Wie gesagt, Geschenke und öffnen bin ich recht zuverlässig. Können wir Pokédex kurz durchschauen. Paldea? What the fuck? Hisui? Ach so, dieser Bär. Ursachenentwicklung. Gala. Alola, glaube ich. Kalos. Keine Ahnung, wie die Region heißt. Einal. Und ja, davor waren wir noch aktiv. Das haben wir noch alles. Nach Wettkampfrunden für euch hat sich, glaube ich, nicht viel geändert. Ich habe ein paar Pokémon auf Ultra Max. Den aber nicht. Den, glaube ich. Mewtwo offensichtlich leider nicht, weil ich habe keine Bonbons für Legendäre, um die Ultra Max zu maxen. Dementsprechend, früher, einer meiner Ziele war ja, jedes Pokémon zu maxen. Das ist die beste Version, also ein 100er. A, ich habe keine 100er mehr. Die interessieren mich nicht mehr. B, ich habe keinen Sternschab, um die alle zu maxen. Das heißt, das würde eh wegfallen. Genau, ja. Nicht viel zu sehen. 100er vielleicht noch für euch. Seitdem ich weg bin, das heißt auf Neueste. Den habe ich bekommen. Der ist ganz cool. Ansonsten die meisten aus Rocket Stops oder halt Quests oder Eier. Ganz wenige wild ohne Map. Einen legendären habe ich irgendwie bekommen. Genau, ja. Und da bei dem Machomai hatte ich aufgehört. Das war aus der Quest, aus der ersten Feldforschung, die ich gemacht habe, Spezialforschung, als ich zurückgekommen bin. Direkt ein 100er Pinsir, mein Lieblings-Pokémon. Ich dachte mir, Alter, gutes Zeichen. Es ist schwer, jetzt wieder ein Video rauszuhauen. Oder regelmäßig oder allgemein Videos rauszuhauen, weil es besteht eine Gleichgültigkeit gegenüber dem Spiel. 100er jucken mich nicht, Pushen juckt mich nicht mehr, Shinies jucken mich nicht, Luckys jucken mich nicht, Arenen jucken mich nicht, EP juckt mich nicht. Schwierig. Man kann halt einfach so just for fun was versuchen, C-Day zocken und dann kommt vielleicht sehr wahrscheinlich demnächst ein C-Day Video. Das war's so von mir, Leute. Irgendwie juckt es mich in den Fingern, aber es ist auch trotzdem schwierig, weil, wie gesagt, diese Gleichgültigkeit. Man hat Bock, ein Video rauszuholen, aber die Frage ist dann immer wie, weil es juckt einen nicht. Ich empfinde keine Freude. Selbst wenn ich jetzt ein 100er Shiny, Lucky, Krypto, keine Ahnung was, erlöst Shiny, Lucky, weil Kryptos kann man ja nicht tauschen, aber selbst dann, weißt du, und dann ist es schwierig. Aber ich werde es versuchen, vielleicht kommt hier und da mal wieder was. Genau, das war's von mir, Leute. Was wäre passiert, wenn ich nicht aufgehört hätte? Wir hätten weiter Videos rausgehauen, aber die Lust wäre nie wieder zurückgekommen. Und das ist halt das. Man hätte ein paar Sachen noch, Specials raushauen können, aber so regelmäßig, kurz geht aus der Spieltrend, mit dem bin ich noch gut befreundet, dass der da immer noch durchzieht, immer noch so viel Spaß an dem Spiel hat, wirklich Spaß vom Herzen. Das ist krass. Kuss geht raus an euch alle, die noch wirklich Spaß an dem Spiel haben. Ich weiß, jetzt gibt es wieder eine Menge Shitstorm wegen diesen Fernweh-Pässen, die nicht mehr, die limitiert wurden und extrem teuer wurden. Tschüss. Raids interessieren mich nicht mehr, Legendäre interessieren mich nicht mehr, Pokédex interessiert mich nicht mehr. Das ist schwierig. Das ist wirklich schwierig. Also seid gespannt. Seid gespannt auf ein paar Videos. Das war's von mir, Leute. Serious Business. Ciao.